20 Minuten nach 9, Musik der Gruppe ABBA war das. The winner takes it all. Und ich habe für Sie wieder mal in meinem schlauen Büchlein geblättert und bin auf einen ganz tollen Spruch gestoßen. Den muss ich Ihnen einfach mal vortragen. Er lautet: Lieben heißt sterben lernen. Das lassen Sie jetzt mal bitte auf der Zunge zergehen. Lieben heißt sterben lernen. Na, und? Wie finden Sie ihn? Was? Nicht so gut? Okay, okay, dann streichen wir ihn einfach wieder. Studenten, können Sie jetzt einmal noch mal in Ihrem Bett umdrehen? Alle anderen sind wahrscheinlich ohnehin schon in Ihrer Arbeit, sofern Sie denn eine haben. Und wir machen dazu jetzt einfach mal gute Musik. Wo wollen Sie denn hin? Zur Sendeleitung. Vierter Stock. Und wenn du jetzt ganz lieb bist, machst du mir noch einen richtig schönen starken Kaffee mit einem. Was soll denn das? Ich will das hier nicht spielen. Soll das ein Witz sein? Ich mache keine Witze. Mann, nehmen Sie das Ding weg. Nein. Okay, okay, okay. Was für einen Titel sollen wir spielen? Forever Love. Es ist für Alexa. Einen Moment bitte. Wir machen eine kleine Programmänderung und ändern den Musikfahrplan, indem wir Gary Barlow vorziehen. Forever Love, okay? So, da bin ich wieder. Ich habe Ihnen ja vorhin den Spruch präsentiert, Leben heißt sterben lernen. Und ich muss auf einmal sagen, so schlecht finde ich den jetzt gar nicht mehr. Hallo, hier ist ein Überfall. Naja, bitte kommen Sie schnell. Nicht die Perspektive an, aus der man das Ganze betrachtet. Der nächste Titel geht an Alexa. Ich hoffe, dass sie jetzt auch zuhört. Es ist Gary Barlow mit Forever Love. Keine Ausschusswunden, also die Geschosse stecken noch.
Und die Schüsse hat keiner gehört? Nein. Die Frau, die sie gefunden hat, die ist in der Wohnung gegenüber. Das Radio lief noch, hat sie gesagt. Kennt keine Waffe und keine Hülsen. Nichts. Ich schätze mal, das ist ihr Freund. Alexa Kaiser, 25 Jahre alt. Der kommt noch mal mit. Das Ganze ist noch gar nicht so lange her. Fass da bitte nichts an. Wo ist die Zeugin? Die Tür zu der Wohnung ist offen. Ah, danke. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Mein Name ist Kress, ich bin Leiter der Mordkommission. Das ist mein Kollege Heimann. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Ich bin Ursula Werner, die Hausmeisterin. Ich wollte bei Frau Kaiser sauber machen und dann lag sie da. Ich kann es immer noch nicht fassen. Können wir uns nicht setzen? Ja. Was haben Sie denn zuerst in der Wohnung gemacht? Das Radio ausgeschaltet. Ich konnte es nicht ertragen. Die tote junge Frau und Musik aus dem Radio. Und dann habe ich den Notarzt gerufen und die Polizei. Wie gut kannten Sie denn Frau Kaiser? Ach, wenn man sich so kennt, wenn man bei jemandem sauber macht. Wissen Sie, wer das ist? Ich glaube, das ist Ihr Freund. Ich habe ihn ein paar Mal kommen und gehen gesehen. Früher hatte sie einen anderen. Wer wohnt denn auf der anderen Seite von Frau Kaiser? Ein junges Ehepaar, die sind immer um 7 Uhr früh weg zur Arbeit. Können Sie mir sagen, wo Frau Kaiser arbeitet? Ach, das weiß ich nicht. Sie kam meistens um Mitternacht herum nach Hause. Eltern, Verwandte? Da gibt es niemand. Sie war ein Waisenkind, hat sie mir gesagt. Tja, vielen Dank. Vielleicht brauchen wir sie noch mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Nein, nein, das ist schon in Ordnung so, ja. Werner, ich nehme das mal mit, ja? Ja. Ja, Leo, ich muss weiter. Ist noch was? Tja. Hast du gesehen, wie schön sie war? Ja, hab ich. Bei uns im Büro ist ein junger Mann. Ja, was soll das? Den haben die Kollegen uns gebracht. Den verstehen wir noch nicht. Wir hatten einen Moderator in der Rundfunkstation mit seinem Revolver bedroht. Ja, und was haben wir damit zu tun? Aus dem Revolver, aus der Trommel, fehlen genau 2 Geschosse. Hm? Aha. Mhm. Waren Sie bei der Festnahme dabei? Ja, natürlich. Und wir haben ihn auch gleich aufs Revier geschafft. Aber der Herr spricht nicht mit uns und da haben wir die Angaben aus seinem Ausweis entnommen. Yves Karen heißt er, Theresienhöhe 10. Mhm. Danke. Oh, Entschuldigung. Das war mein Fehler. Guten Tag. Na? Vielleicht wollen Sie ja mir sagen, wer Sie sind. Also, mein Name ist Kress, bin Kriminalhauptkommissar. Nehmen Sie bitte die Handschellen ab. Danke, das war's erstmal. Bitte. So, jetzt vielleicht? Aber den Herrn auf dem Foto,
Den kennen Sie, ja? Das haben wir bei Alexa Kaiser gefunden. In ihrer Wohnung. Frau Kaiser ist mit 2 Schüssen getötet worden. Wollen Sie einen Rechtsanwalt? Kommen Sie. Wollen Sie einen Arzt? Ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Alexa Kaiser ermordet zu haben. Ab zum Erkennungsdienst. Und die Waffe kommt gleich ins LKA. Alles klar. Du solltest vielleicht abschließen. Du hast recht. Wir haben ein Revolvergeschoss, Kaliber 38. Das ist unterwegs zum LKA zum Vergleich. Die wollten heiraten. Woher weißt du das? Das sind Briefe von Yves Karen an Alexa Kaiser. Rate mal, wie viel Geld sie auf dem Konto hat. Du wirst es mir sagen. Über 180.000 Euro. Festgeld und Giro. Okay. Apparat Heimann, Richter hier? Ja, ich bin's. Wartet bitte. Wir kommen noch ins Büro, Werner Riedmann und ich. Es gibt noch was zu besprechen. Hat der Karen vielleicht doch noch irgendwas gesagt? Nein, aber das Labor hat angerufen. Und wie es aussieht, ist die Kaiser mit genau der Waffe erschossen worden, die Yves Karen bei sich hatte. Hallo? Noch jemand da? Ja, ich muss das erstmal verdauen. Ende. Der Name Karen, ist das der Verleger? Ja, das ist der Verleger. Ja, bitte. Guten Tag, Kripo München. Wir möchten gerne mit Herrn Karen sprechen. Oder mit Frau Karen. Sie sind aber nicht angemeldet. Nein, das sind wir nicht. Wenn Sie denn bitte reinkommen würden. Danke. Warten Sie doch bitte einen Moment, ja? Danke, gut. Ja. Danke. Karen, mein Name. Presskrieg von München, guten Tag. Das ist mein Kollege Riedmann. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, liebe Frau. Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier in der Halle besprechen sollten. Ja, dann Sie machen es aber ganz schön spannend, was denn passiert. Ja, dann treten Sie bitte ein. Wollen Sie ablegen? Nein, danke. Ja, bitte, setzen Sie sich. Darf ich Ihnen was anbieten? Danke, nein. Ja, aber setzen werden Sie sich doch. Ja. Sie wissen nicht, wo Ihr Sohn Yves sich im Moment aufhält? Naja, sagen wir mal so, die Beziehung zwischen Yves und uns ist in der letzten Zeit ein bisschen durcheinander geraten. Er ist vor einem Jahr hier ausgezogen. Ihr Sohn Yves hat heute Vormittag in einer Radiostation den Moderator mit einem Revolver bedroht. Er sollte ein bestimmtes Lied spielen für eine junge Frau. Kurze Zeit später haben wir die junge Frau in ihrem Apartment erschossen aufgefunden. Erschossen mit dem Revolver, mit dem ihr Sohn den Moderator bedroht hat.
Und wo ist unser Sohn jetzt? Wir haben ihn vorläufig festgenommen. Unter dem Verdacht, eine Frau Alexa Kaiser ermordet zu haben. Sagt Ihnen dieser Name etwas? Nein. Ja? Nehmen Sie bitte die Handschellen ab. Danke. Kommen Sie, Herr Garn. Bitte. Was genau ist passiert, Eve? Leo, wir sind niemand. Antworte mir, bitte. Ich werde dir einen Anwalt besorgen, du sagst dir kein Wort. Ich will keinen Anwalt. Von dir schon gar nicht. Sag mal, bist du dir überhaupt deiner Lage bewusst? Die Polizei wirft den Mord vor. Würden Sie meinem Vater bitte sagen, er möchte gehen? Das kann nicht dein Ernst sein! Gut, dann sieh mal zu, wie du da wieder rauskommst. Herr Chris? Und? Wollen Sie mir nicht was sagen? Herr Karren, ich will nicht nur wissen, wer es getan hat, ich will auch wissen, wer es bestimmt nicht getan hat. Und wenn Sie jetzt nicht mit mir reden, dann wird dieser Mord an Ihnen hängen bleiben. Das ist mir egal. Ich will ohne Sie sowieso nicht weiterleben. Wir sind fertig. Kommen Sie. Ja, aber das ist doch eine tägliche Sendung, soweit ich weiß, oder nicht? Dann sagen Sie ihm bitte, er möchte morgen eine Stunde eher kommen. Wir würden uns gerne mit ihm unterhalten. Dankeschön. Lass den Yves Karren in eine andere Zelle legen. Der muss unter Beobachtung. Will sich der umbringen? Das kann gut sein. Wir machen Schluss für heute. Die Briefe von ihm lese ich zu Hause. Was sind denn das für Briefe? Liebesbriefe. Yves Karren wollte Alexa Kaiser heiraten. Und dann möchte ich wissen, wo Frau Kaiser arbeitet und vor allem was. Ja. Was willst du hier? Was willst du hier? Ist eine gute Frage. Mich aufwärmen. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist tot. Kannst du mir zur Abwechslung meine richtige Antwort geben? Wenn ich das richtig weiß, habt ihr mich adoptiert. Also, was soll die Frage? Deine Frau hat einen Migräneanfall und ist ins Bett gegangen. Der Kronprinz hat Scheiße gebaut, habe ich von ihr gehört. Red nicht so über deinen Bruder. Das alles ist schlimm genug. Hat ihm die schöne Alexa den Kopf verdreht? Schade, dass sie tot ist. Das hat sie nicht verdient. Ich möchte, dass du gehst. Sofort. Wenn du meinst.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mir morgen meinen Scheck in dein Büro abhole. Ich werde dir keinen mehr geben. Was ist? Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Glauben wir eigentlich alle, dass Alexa Kaiser von Yves Karin erschossen wurde? Was sollen wir denn sonst denken? Auf dem Revolver sind aber ein paar mehr Fingerspuren. So einfach ist das nicht. Ah, guten Morgen. Moin. War schon beim Ermittlungsrichter und beim Staatsanwalt. Mhm. Gib mal her. Ach, ja, danke. Wir wollen, dass sich ein Psychologe mit dem Yves Karin beschäftigt. Wenn er bei dem auch nicht den Mund aufmacht? Dann müssen wir versuchen, ihm den Mord so nachzuweisen. Ich habe mir ja vorhin schon mal erlaubt zu bemerken, dass vielleicht alles doch ganz anders war. Wer hat mir denn die hingelegt? Die lag schon da. Was ist los, Leo? Alexa Kaiser hat als Callgirl gearbeitet. Oh nein, nicht auch das noch. Ist aber so. Gelernt hat sie Fremdsprachenkorrespondentin, Englisch, Französisch. Guck mich nicht so an. Ich habe mal bei der Sitte auf den Busch geklopft. Gestern Abend noch. Ich möchte meinen Vater sprechen. Das wird nicht gehen. Ich soll Ihnen Ihren Umschlag geben. Haben Sie mich nicht verstanden? Er ist in einer Konferenz. Bitte notieren Sie sich folgendes Autokennzeichen und geben Sie es an den Sicherheitsdienst weiter. Ich möchte wissen, wem der Wagen gehört. MHB 5640. Danke. Kann es sein, dass du Marc beobachten willst? Danke sehr. Ich mache mir Sorgen um ihn.
Er hat schon sehr viel Unheil angerichtet. Wieso weiß ich davon nichts? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Lässt du mich auch beobachten? Warum sollte ich das? Ja. Warum solltest du das? Ich verstehe das nicht. Bei Alexa Kaiser gibt's keine Kundenliste, weder im Computer noch sonst wo. Naja, vielleicht hat sie jemand geklaut. Ja, das fehlt uns noch. Auf dem Anrufbeantworter ist auch nichts. Aber das hier gibt es. Mit diesem Menschen hat sie so eine Art Voodoo gemacht. Sieht so aus, als wollte sie ihn vernichten. Du weißt nicht, wer das ist? Nee, weiß ich nicht. Das ist das schwarze Schaf der Familie, der Adoptivsohn. Der ältere Bruder von Yves Karen. Der steht ständig als Tunichtgut in irgendwelchen Boulevardblättern. Mit Foto. Ja. Ach, nimm ihm die Handschellen ab. Danke. Setzen Sie sich. Wie geht's Ihnen? Wollen Sie einen Kaffee? Sie werden heute Nachmittag ein Gespräch mit einem Psychologen haben. Bestimmt nicht. Machen Sie es uns nicht so schwer. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, ja, ich habe Alexa Kaiser getötet. Oder Sie sagen, ich habe sie nicht getötet. Also, haben Sie es getan? Er macht sowas. Er hat sie getötet. Mark. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es. Er hat sie immer geschlagen. Vor einem halben Jahr hat sich Alexa von ihm getrennt. Auch wegen mir. Sie wollten heiraten? Ja. Wussten das Ihre Eltern? Hm. Und Sie können sich vorstellen, dass Ihr Bruder Mark Frau Kaiser umgebracht hat. Ja. Er hasst mich. Sie haben sicher gewusst, dass Alexa Kaiser als Callgirl gearbeitet hat? Na und? Woher hatten Sie den Revolver, mit dem Sie den Moderator bedroht haben? Der lag neben Alexa auf dem Boden. Warum haben Sie ihn mitgenommen? Ich wollte meinen Bruder umbringen. Aber? Ich habe ihn nicht angetroffen. Und dann sind Sie zur Radiostation gefahren? Ja. Ich wollte, dass Sie unser Lied spielen. Zum Abschied. Ich werde jetzt Ihre Aussage auf Band aufnehmen. Sie bleiben vorläufig in U-Haft. Haben Sie gesagt, Sie kommen frei? Wollen Sie jetzt einen Anwalt? Nein. Ich brauche keinen Anwalt. Ja, bitte? Frau Karin? Ich könnte vielleicht meinen Sohn sprechen. Der ist drüben bei Hauptkommissar Kress. Ich habe Ihnen ein paar Sachen mitgebracht. Ich kann sie ihm gerne geben. Kann ich ihn sehen? Im Moment nicht, aber kommen Sie bitte herein. Ich möchte Sie etwas fragen. Nehmen Sie doch bitte Platz.
Als wir gestern bei Ihnen waren, habe ich Ihnen eine Frage gestellt. Wir wollten von Ihnen wissen, ob der Name Alexa Kaiser Ihnen etwas sagt. Er sagt mir nichts. Warum lügen Sie, Frau Karen? Wir warten, Herr Karen. Wenn Sie sich mit der Antwort selbst belasten, dann müssen Sie nicht antworten. Ich belaste mich nicht. Da Sie ja schon alles Mögliche herausgefunden haben, wissen Sie sicherlich auch, dass Alexa Kaiser als Callgirl gearbeitet hat. Ja, wissen wir. Und dann fragen Sie noch, warum wir leugnen, Alexa Kaiser zu kennen, eine Frau, die meinen Sohn Eve heiraten wollte? Wir hätten noch eine Frage. Wo finden wir Ihren Sohn Mark? Was wollen Sie von Mark? Ihr Sohn Eve geht davon aus, dass sein Bruder Mark Alexa Kaiser erschossen hat. Was ist los? Ja, willst du mich verarschen? Hast du es eilig? Ja. Ich fahre jetzt zur Bank, dann löse ich den Scheck ein und dann kriegst du deine Kohle. Es ist gut jetzt. Nachdem Friedrich Karen und seine Frau einen Sohn adoptiert hatten, bekamen sie 2 Jahre später einen eigenen Sohn, Yves Karen. Und ab dem Moment fühlte sich Mark Karen, der adoptierte Sohn, zurückgesetzt. Mhm. Und als dann Alexa Kaiser in das Leben der beiden Brüder trat, da war das der Auslöser für einen rasanten Showdown. Naja, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wer die Kaiser umgebracht hat. Sag mal, willst du uns auf den Arm nehmen, Leo? Nein, so einfach ist das nicht. Solange wir nicht wissen, wen die alles als Kunden gehabt hat. Sie hat alleine gearbeitet, ohne Agentur. Und die Treffen haben stattgefunden in Häusern und in Hotels. Freischaffend auf Neudeutsch. Ja, was guckt er mich so an? Wir können ja nicht so tun, als hätte die als Sekretärin gearbeitet. Hallo. Was kann ich für dich tun? Du kannst mir sagen, ob Mark heute schon mal hier war. Mark? Wer ist Mark? Da gibt's mehrere. Der Mark. Mark Karen, der mit dem Jaguar. Nee, das ist noch nicht seine Zeit. Okay, danke. Tschüss. Alexa Kaiser war im 3. Monat schwanger. Das wird ja immer schlimmer. Ich habe auch was Neues. Mark Karen ist vorbestraft. Oh, dann haben wir ja seine Fingerabdrücke. Du sagst es. Mhm. Ich rufe mal im Labor an. Ja, mach das. Ich gehe schlafen. Wenn was Besonderes ist, könnt ihr mich ja wecken. Ist klar. Ja, Riedmann hier. Ich hätte mal eine Frage. Genau. Karin von Mark, 3.2.68 München. Gut. Da kommt ihr zu spät. Mark war vorhin schon hier. Also, wenn ihr Geld kriegt von ihm, solltet ihr euch beeilen. Er hat gerade was. Das ist wie Bingo spielen. Und? Wäre das was für dich? Ich bin nur müde. Guten Abend, mein Schatz. Abend. Du kommst spät? Ja, war viel los im Verlag. Sie war schwanger. Wer war schwanger? Alexa Kaiser. Herr Kommissar hat mich gerade davon unterrichtet. Sag was. Was soll ich dazu sagen? Morgen. 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 Na, hast du uns schon vermisst? Ja. Bei uns war es ein bisschen später letzte Nacht. Mhm. Also,
Makarin arbeitet zwar nicht, aber so, der hat Geld wie Heu. Trotzdem hat er überall Schulden. Aber gefunden habt ihr nicht? Nein. Wir sind heute früh noch zu seiner Wohnung gefahren, aber der war nicht da. Langsam wird die Sache rund. Von Makarin sind auch Fingerspuren auf dem Revolver. Das ist da schon mal was. Aber wir vermissen sowas wie eine Kundenliste bei Alexa Kaiser. Könnte auch Yves Karin haben. Ich habe seine Wohnung durchsucht, da war nichts. Werner, gib den Makarin in die Fahndung. Mach ich. Ja? Ich bin noch vorbeigekommen bei Ihnen, bevor ich in mein Büro fahre. Morgen, Herr Kahn. Bitte nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie. Ja? Ich würde Sie gerne allein sprechen. Och, da gehen wir doch noch nebenan. Danach, komm. Aha. Es bewegt sich was. Hat Leo euch gesagt, dass Alexa Kaiser im dritten Monat schwanger war? Nein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Fangen Sie einfach an. Ich habe mich früher ab und zu mit Alexa Kaiser getroffen. In einem Hotel. Ja. Als ich dann erfuhr, dass sie meinen Sohn Mark kennengelernt hatte, vor ungefähr einem Jahr, habe ich sofort jede Beziehung zu ihr abgebrochen. Eigentlich war sie eine ganz liebenswerte Person. Wusste Ihre Frau von dieser Beziehung? Wo denken Sie hin? Ich weiß nicht, wie, also, wie vertraulich Sie das behandeln können. Das weiß ich auch nicht. Noch nicht. Übrigens, im Gegensatz zu Ihrem Sohn Yves, lebt der Sohn Mark auf ziemlich großem Fuß. Ja, Yves wollte kein Geld mehr von mir. Wir haben uns völlig überworfen. Entschuldigung, aber jetzt möchte ich doch erst mal Ihre bisherige Aussage protokollieren. Wollen Sie einen Anwalt? Nein, dafür brauche ich keinen Anwalt. Gut. Ach, noch was. Sollte Ihr Sohn Mark sich bei Ihnen melden, dann sagen Sie ihm doch bitte, dass wir ihn suchen. Wir haben ihn auch schon in die Fahndung gegeben. Das ist nicht ernst. Doch. Wir haben seine Fingerspuren auf der Tatwaffe gefunden. Ach, Mark. Ihre Mutter ist in der Küche. Danke, Ruth. Mark, was ist das bloß für eine furchtbare Geschichte? Ja, ganz furchtbar. Mark. Du hast mich kommen sehen. Ja. Alexa Kaiser war schwanger. Da musst du mit deinem Sohn Yves reden. Was ist denn aus uns geworden? Ich habe euch nicht gebeten, mich hierher zu holen, mich zu adoptieren. Sag doch nicht sowas. Als ihr beiden noch klein wart, war die Welt doch in Ordnung. Das hätte auch so bleiben können, wenn ihr mich nicht ständig vorgezogen hättet, je älter wir wurden. Ich nicht. Ja, aber Vater. Yves, der Kronprinz. Kann es sein, dass du deinen Vater abreißt? Marc, ich hab dich was gefragt. Erpresst du deinen Vater? Ich bitte dich, womit soll ich ihn erpressen? Ich sehe doch, wie du lebst. Die Polizei sucht dich, falls du das noch nicht gehört hast. Ich weiß. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich habe mit eurem Scheiß nichts zu tun, überhaupt nichts. Ich bin nur gekommen, um mir die letzten Sachen zu geben. Mehr nicht. Mark, bitte. Warum zögerst du? Weil solche Leute wie Friedrich Karin meistens alles mit Geld bereinigen. Die gehen nicht einfach los und bringen jemanden um. Tja, aber der wollte doch ganz sicher nicht, dass ein Callgirl, mit dem er mal rumgemacht hat, seinen Sohn Yves heiratet, der später mal seinen Verlag erben wird. Ja, Heimann?
Gerade fährt die Zielperson mit dem Jaguar vor die Tiefgarage. Und, tut sich was? Bleibt dran, bis wir kommen. Verstanden, wir warten. Kohle. Wenn du mit den 100.000 bis heute Abend nicht rüberkommst, werden wir dir ins Knie schießen. Guten Tag, Kriminalpolizei. Um was geht's denn? Es geht um den Tod von Alexa Kaiser. Oh, bitte nicht schon wieder. Wir würden Sie bitten, mit zu einer Vernehmung aufs Präsidium zu kommen. Mich? Ja. Sehen Sie hier noch jemanden? Ist das jetzt eine Verhaftung? Nein, nein. Noch was? Uns ist ein Mann aufgefallen. Der hat wie wir das Haus beobachtet. MHB 5640. Den Halter haben wir schon festgestellt. Ein Privatdetektiv. Werner Vollbrecht. Vielen Dank. Was ist? Ich wollte dir nur sagen, dass wir auf der Mordwaffe immer noch zwei verschiedene Fingerspuren haben, die nicht geklärt sind. Werner, ich bin ja froh, dass wir schon mal zwei geklärt haben. Hallo. Ach, Tag, Herr Karin. Kommen Sie, setzen Sie sich bitte. So richtig weiß ich nicht, was Sie von mir wollen. Also mein Name ist Kress, das ist Herr Riedmann. Guten Tag. Die anderen beiden Kollegen kennen Sie ja. Nein, Sie haben vergessen, sich vorzustellen. Oh. Das ist Herr Heimann, das ist Herr Richter. Wollen Sie einen Anwalt? Erst wenn Sie mich festnehmen. Wollen Sie das? Weiß ich doch jetzt noch nicht. Fangen wir ganz direkt an. Bitte. Alexa Kaiser ist vor 2 Tagen gegen 8 Uhr getötet worden. Wo waren Sie denn da? Squash spielen im Hartwig Center. So früh schon? Das können mindestens 5 Mann bezeugen. Wir werden das überprüfen. Dann erklären Sie mir jetzt, wie Ihre Fingerspuren auf die Tatwaffe kommen. Ein Revolver, S&W. Das ist ganz einfach. Mein Bruder Yves hat ihn sich vor 2 Jahren illegal besorgt. Ich durfte ihn auch mal anfassen. Ihr Bruder sagt, die Waffe lag neben der toten Frau Kaiser. Das hätte ich an seiner Stelle auch gesagt. Nennen Sie mir ein Motiv, warum ich Sie umgebracht haben sollte. Sie konnten es nicht ertragen, dass Frau Kaiser sich Ihrem Bruder zugewandt hat, den Sie nachweislich hassen. So schön war sie nun auch wieder nicht. Herr Kahn, Ihre Ausdrucksweise schmeckt mir nicht. Ihre Idee, dass ich Sie getötet haben soll, gefällt mir auch nicht. So, schreiben Sie uns bitte die Namen der Zeugen auf und die Adressen, wenn es geht. Ich werde jetzt Ihre Aussage auf Band aufnehmen.
Im Übrigen möchte ich, dass ich die Stadt vorläufig nicht verlasse. Kann mal jemand kommen? Besuch für Sie. Guten Tag. Werner Vollbrecht, Chris. Ah ja. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie Sie auf mich kommen oder was Sie von mir wollen. Wir haben Ihre Frau angerufen, Herr Vollbrecht. Wer ist wir? Die Mordkommission 2. Oh. Sie haben, wenn wir das richtig wissen, Mark Carvin observiert. Also ich habe ihn nie mit diesem Mordfall in Verbindung gebracht, der da passiert ist. Sonst wäre ich schon von alleine gekommen. Davon gehen wir natürlich aus. Sie können uns doch sicher sagen, was Mark Carvin am Dienstag morgens um 8 Uhr gemacht hat. Das war die Mordzeit, oder? Richtig. Oh. Ja, da brauche ich gar nicht nachgucken. Da war er im Sportcenter Hartwigstraße von 8 bis 11. Anschließend ist er ins Café Opitz frühstücken gefahren. Jetzt sagen Sie uns nur noch, wer Sie beauftragt hat, Mark Carvin zu beobachten. Muss das sein? Ja, das muss sein. Naja, seine Mutter. Er war ja adoptiert. Hat denn Frau Carvin auch gesagt, warum Sie Ihren Sohn beobachten sollen? Ja, war wohl sowas wie das schwarze Schaf der Familie. War übrigens ein ziemliches Stück Arbeit, den zu observieren, kann ich Ihnen sagen, bei dem Lebenswandel. Mach du mal ein Protokoll. Mach ich. Dann bräuchte ich bitte Ihren Personalausweis. Ach, das macht nichts, kriegen wir auch so. So. Bitte Name und Adresse. Und? Was haben Sie erzählt? Wir wollten Ihren Sohn mit dem Mord an Alexa Kaiser in Verbindung bringen. Aber das ging nicht. Ich dachte immer, solche Leute wie Sie sind zu verschwiegen. Ich dachte immer, solche Leute wie Sie sind zu Verschwiegenheit verpflichtet. Ist das nicht so? Bei polizeilichen Ermittlungen ist das schwierig. Und bei Mord und Totschlag geht das schon gar nicht. Dann möchte ich, dass wir die Sache jetzt beenden. Gut, dann schicke ich Ihnen die Endabrechnung. Wieder Herrn Frau Kahn. Wieder. Herr Kress, tut mir leid, es ging nicht schneller. So langsam müssen wir uns ja entschuldigen für unsere Überfälle. Na bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Oh, warten Sie. Darf ich? Wie geht es, Eve? Oh, wie soll es ihm gehen? Nicht so gut. Können Sie sich ja vorstellen. Er will nach wie vor keine Hilfe? Nein. Wir hatten gerade Ihren Sohn Mark bei uns. Und? Ja, bevor wir seine Aussagen nicht nachgeprüft haben, darf er die Stadt nicht verlassen. Und sollten sich seine Aussagen bestätigen, bleibt wiederum nur Eve übrig. Sehe ich das richtig? Nein. Wie nein? Besitzen Sie einen Revolver? Ob ich einen Revolver besitze? Ja, ich frage Sie. Sie können sich vorstellen, dass ich Alexa Kaiser getötet haben könnte? Ja, so abwegig ist das nicht, Herr Karan. Eine Alexa Kaiser hätte in Ihrer Familie wie eine Zeitbombe gelebt. Aber jetzt sagen Sie mir erst mal, haben Sie einen Revolver Smith & Wesson Kaliber 38 oder nicht? Ja, habe ich, ja. Ja? Und wo ist er jetzt? Zu Hause, im Zimmer. Haben Sie denn eine Waffenbesitzkarte? Nein, nein, ich, vor ungefähr einem Jahr habe ich die Waffe bei Eve gefunden und sie ihm weggenommen. Jemand muss sich jetzt um die Beerdigung von Alexa Kaiser kümmern. Das soll mein Vater machen. Warum denn Ihr Vater? Er kennt Sie doch auch. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Und noch was. Alexa und ich, wir haben ein Kind erwartet. Und da glauben Sie, ich bringe Sie um? Was ist denn jetzt mit Mark? Hä? Was ist mit ihm?
Wie es aussieht, hat er ihre Freundin nicht umgebracht. Ach ja? Wer denn dann? Ich? Wir versuchen gerade herauszufinden, wie Ihr Bruder auf so großem Fuß leben kann. Erklären Sie uns das. Mein Bruder erpresst meinen Vater. Womit? Als Mark noch mit Alexa zusammen war, da hat er irgendwann ihr Notizbuch gestohlen. Da war dann auch eine Kundenliste drin, wo zufällig mein Vater drauf stand. So einfach ist das. Frau Karen, ich gehe jetzt. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Guten Abend. Sie sind es so spät noch. Tja. Kommen Sie rein. Ach, warten Sie mal. Ich glaube, da kommt Herr Karen gerade, ja. Ich warte auf ihn. Na gut, dann gehe ich schon mal. Ja, gute Nacht. Guten Abend, Herr Karen. Wiedersehen, Ruth. Gute Nacht. Bis morgen. Ja. Ah, Herr Kress, guten Abend. Guten Abend. Bin ich zu spät? Nein. Kommen Sie bitte. Bitte. Danke. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass bei dem Lebenswandel von Frau Alexa Kaiser auch eine andere Tätergruppe in Frage kommen kann? Haben wir. Aber dazu brauchen wir das Notizbuch von Frau Kaiser. Und das liegt bei ihrem Sohn Mark. Wir wissen, dass er sie damit erpresst hat. Und was ziehen Sie daraus für Schlüsse? Noch gar keine. Ach, guten Abend, mein Schatz. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Bin wieder da. Herr Kress möchte den Revolver sehen. Ja, dann hole ich ihn mal. Wir gehen beide. Du entschuldigst? Ja. Meine Frau und ich schlafen seit Jahren getrennt. So. Guten Abend. Sie wollen zu Herrn Kress? Ja. Bitte. Was ist das? Das ist die Mordwaffe. Mit diesem Revolver wurde Alexa Kaiser erschossen. Viola! Weißt du, wo der Revolver ist? Hier ist er. Auf dieser Waffe sind Fingerspuren von 4 verschiedenen Personen. 3 davon können wir zuordnen. Die von Ihrem Sohn Yves, die von Ihrem Sohn Mark und die von Ihnen. Wir würden jetzt gerne wissen, zu wem der 4. Abdruck gehört. Frau Karen, wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Ihre Fingerabdrücke brauchen wir. Was ist, Viola? Es hat unsere Familie zerstört. Das habe ich nicht mehr ertragen. Ich habe diese Nutte erschossen. Viola. Warum haben Sie die Waffe nicht mitgenommen? Ich weiß nicht. Ich war auf einmal ganz leer. Ich konnte das viele Blut nicht mehr ertragen. Ich habe einen Menschen umgebracht. Frau Kahn, ich nehme Sie vorläufig fest.
Wegen des Mordes an Alexa Kaiser. Kommen Sie.